Herzlich willkommen zu... Ja, wozu eigentlich? Das kann ich Ihnen mit letzter Sicherheit nicht sagen. Aber wir, Schön Blöd ist da und heute feiern wir. Aber nicht irgendwen, sondern... Corona, zu spät, die Viren kommen. Ja, das Virus feiert zweiten Geburtstag bei uns und wir feiern mit. Happy Birthday to you. Vor 2 Jahren erblickte das Virus das Land. Wir nehmen es zur Kenntnis, kümmern uns aber erstmal um die Haustiere. Ja, ich habe heute angefangen mit Hamsterkäufen. Wirklich. Ja, wenig gastfreundlich haben wir unsere Türen verschlossen, die Hände gewaschen und den Gegenüber nicht mehr angenießt. Ja, der Start des kleinen Corona in unsere Welt war nicht einfach, doch dann lief es wie am Schnürchen. Und wir gucken auf die Corona-Zahlen, die regelrecht explodieren. Immer mehr Menschen haben sich dem Virus gegenüber geöffnet. Schnell ist die Party auch in den Kliniken angekommen. Aber kein Problem, wer viel arbeitet, kann noch mehr arbeiten. Schlimmstenfalls muss man bestimmte Gesetzesnormen ändern, sodass eine Pflegekraft mehr Patienten versorgen kann. Im Sommer 2020 sah es dann zwischenzeitlich mal gar nicht gut aus für unseren Jubilar. Das gute Wetter, diese komisch vernünftigen Menschen, all das hat dafür gesorgt, dass das kleine, zarte Virus sich zu der Zeit sehr, sehr einsam gefühlt hat. Ja, zwischenzeitlich hat es sogar darüber nachgedacht, das Land zu verlassen. Aber nicht nötig, wer einsam ist, dem wird bei uns geholfen. Und so sind ganz viele Menschen aufgebrochen, Freunde für das Virus zu finden, weltweit. Nachdem die ersten 3 Wochen Sommerferien um waren und die ersten Reiserückkehrer wieder kamen, gingen die Zahlen, weil wir ja auch alle testen und testen müssen, kontinuierlich wieder nach oben. Und so hat es sich dann doch kraftvoll zu einem Einjährigen gemausert. Aus dem Gröbsten war er aber immer noch nicht raus. Menschen bedrohten ihn mit einem komischen Saft. Die Folge, immer mehr Menschen kehrten dem Virus den Rücken. Und zu verdanken, dass wir heute überhaupt seinen zweiten Geburtstag feiern können, das haben wir Ihnen, den Corona-Leugnern. Denkt doch darüber mal nach. Also nur, weil dann doch genug Menschen keine Lust auf den Saft hatten, konnte das Virus am Leben bleiben. Ja, danke. Wieder Sommer, wieder eine Durststrecke. Doch mit Können, Geschick und etwas Glück hat es sich zur nächsten Welle aufgemacht. Wohl aber auch nur, weil ihn die Familie mehr als unterstützt hat. Seine Omikron ist gekommen und hat das kleine Virus wieder aufgepäppelt. Tja, und so erfreut er sich nun bester Gesundheit, kann sogar seit einigen Wochen zur Schule gehen, stört da allerdings noch massiv. Ich würde schon sagen, dass mehr als die Hälfte der Stunde drauf geht. Die Störungen des Unterrichts sind mittlerweile so groß, dass viele den neuen Mitschüler lieber wieder los wären. Aber in unserem Land hat jeder Recht auf Bildung, wie der Kultusminister sagt. Solange wir die Gesellschaft insgesamt offen lassen, und das tun wir im Moment, auf Anraten der Wissenschaft, gibt es keinen Grund, ausgerechnet die Schulen als einzige Institution zu schließen. Tja, und so hat wohl bald auch jeder Schüler in Hessen seinen kleinen Virus. Genau können wir das leider nicht sagen, da keiner mehr mitzählen kann. Macht aber nichts, man kann ja raten. Ja, die dürfte um 500 bis 1000 höher liegen etwa. Ja, prächtig hat es sich also entwickelt in den vergangenen 2 Jahren. Und so richtig Angst vor der Zukunft muss es auch nicht haben. Gilt auch für unsere Corona-Politik. Es gibt politische Absichten, aber es gibt keine neuen Regeln. Das sind doch rosige Aussichten. Und so werden wir alle dieses Jahr wohl wieder alleine Geburtstag feiern. Aber nächstes Jahr, Ende Januar, da singen wir dann alle wieder für Corona. Happy Birthday. So, das war Schön Blöd für heute. Ohne Worte, sage ich mal. Trotzdem Schluss mit lustig.